Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Es ist wieder soweit, die Schürze ist an. Allerdings muss ich euch vorher was sagen. Der arme DHL-Fahrer ist ein kleines Malheur passiert. Den ist in die Box runtergefallen. Aus diesem Grund ist die hier ein bisschen klamm. Da ist auch was kaputt gegangen. Aber hat gesagt, das ist nicht. Ich heiß auch leider auch schon damit, was drin ist, aber ich will euch das gerne trotzdem zeigen. Es sind gute Sachen drin. Mein Gott, kann ja mal passieren, mein Gott. Dafür reiße ich ihm lächelnd den Kopf ab. Wenn irgendwann ein Missgeschick passiert, mein Gott. Passiert jedem mal. Ja, also, dann fangen wir mal an. Mit den leckeren Sachen. So, da ist die Spoilerkarte. Als erstes haben wir hier leckeres. Die Milchbrötchen von Oels. Alpenfrischmilch aus Österreich. Aber mit Schoko. Wollte nämlich gerade sagen, da ist nämlich noch was drin. Mit Schokolade. Oh, lecker. Oh, die werden bei uns zum Frühstück verzehrt. Alpenfrischmilch aus Österreich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das nehmen wir mal dahin. Als nächstes haben wir ein paar Cracker, ein paar Chips, Quinoa Chips, Giona Chips, Quinona Chips, Quenchsteig, cremig, kräuterig. Ja, komische Wörter. Sind neu. Oh ja. Oh ja. Chips sind immer was Feines. Cremig, kräuterig. Nutri-Score D. Mit unseren Giona-Chips begrüßen wir unser leckeres Mitglied unserer Lorenz-Familie. Doch die besonderen Zutaten Giona, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche, sind nicht so knusprig, sondern überzeugen auch ihren unverwechselbaren Geschmack. Damit sie so lecker schmecken, benötigen wir natürlich auch etwas Salz. Das führt mit dazu, dass ein Nutri-Score von D haben. Wir freuen uns, wenn sie die genau le so leck hier genauso lecker schmecken wie uns. Ja, ich bin mal gespannt. Die werden garantiert sehr lecker schmecken. So, dann haben wir hier Nix, Peanut und Futsch. Keine Ahnung, ob es gesprochen wurde. Nix. Also auf jeden Fall ein Riegel. No added sugar, no palmöl, no gluten, just joy. Also kein Palmöl, kein extra Zucker, sondern halt nur alles natürlich. Dann machen wir den mal auf und dann zeige ich den mal. So sieht er aus. Gleich lecker Nachtisch. Dann bringen wir mal ein Stück ab. Ah ja. Also mit Erdnüssen. Peanuts. Sowohl. Wie Karamell. Sehr lecker. Hier haben wir noch ein Infoblatt-Flyer. Dann haben wir als nächstes, das ist hier leider rausgefallen, weil die Verpackung die aufgelöst hat, aber der Inhalt ist trotzdem noch genießbar. Biscuit Ceralien Schokolade. Ja, das ist leider auch ein Teil des Opfers von der Flüssigkeit, die ich euch gleich zeigen werde, von der Flasche. Aber trotzdem, die sind so einzeln gut verpackt, da passiert nichts. Die kann man trotzdem noch gut essen. Nur die Verpackung hat leider dadurch gelitten. Jawohl. Fällt das schon wieder da rein. Haben wir noch ein Zettelchen? Guck, wie viele Zettel haben wir denn heute hier? Ist ja eine Zettelwirtschaft. Dann haben wir was von Miracoli. Die haben wir letzten Monat auch schon drin gehabt. Die waren verdammt lecker. Neu. Pasta Pronto in Tomatensoße geschwenkt. Fusilli mit Tomatensoße. Im Topf oder in der Mikrowelle bei 700 Watt für 90 Sekunden. Ja,
und im Topfduster in Beutel kneten, die Pasta trennen, da 30 ml Wasser, ca. 2 Esslöffel, erhitzen. Sobald das es kocht, Reis hinzufügen und mit dem Deckel 3 Minuten köcheln lassen. Da haben sie aber einen Schreibfehler reingetan. Das ist Nudeln und kein Reis. Reis hinzufügen. Wieso soll man Reis hinzufügen? Das ist auch ein Nudelgericht. Ich verstehe das nicht. Ja, egal. Schreibfehler passieren mal. Dann haben wir eine Kräutersoße. Oro de Italia. Kräuter. Eine Tomatenkräutersoße. Die ist auch ein bisschen angefeuchtet. Naja, gib schon mal was. Trocknen. Wisch mal das wieder ab und dann ist es neu. Hauptsache der Inhalt ist noch. Da ist nichts passiert. Dann haben wir eine Mangora Partida Coco. Ein Kokoslikör. Für eine Pina Colada. Ja. Dann haben wir, die habe ich vor kurzem noch im Laden gesehen, Giotto. Giotto mit Schokocreme. Die habe ich noch vor kurzem im Laden gesehen. Ferrero Giotto. Neun Giotto. Passt nicht mehr zum Kaffee, auch zum Tee. Laut Werbung. Dann haben wir leider das Opfer. Happy Day Immun Plus mit Vitamin und C plus D und Zink. Die ist leider zu Bruch gegangen. Ja, da oben. Die ist leider hin. Hat, glaube ich, so einen Marktwert von 1,30 bis 2 Euro. Orange, Mango, Zitrone. Für dein Immunsystem. Ja, wenn da was drin wäre, ne? Aber da an den Postboten das Paket leider runtergefallen ist, wollte er noch zurückschicken. Stand nämlich auch auf dem Zettel. Habe auch per DHL-App gesehen, beschädigt. Aber ich bin schnell runtergerannt. Habe mir das mal angeguckt. Ich so, mein Gott, machen Sie sich nichts draus. Da kann ja mal passieren. Ist ärgerlich, aber habe gesehen, dass es nur das kaputt gegangen ist. Also habe ich gesagt, nehme ich trotzdem. Da war ein bisschen erleichtert. Und da ist noch was aus Glas kaputt gegangen, sehe ich gerade. Als nächstes haben wir noch ein paar Biscuit Spekulatius. Knusprig Zimt Keksig. Ja. Da haben wir schon die zweite von Lou. Und Lou ist eine sehr, sehr alte Bäckerei von 1846. Wie bei den anderen. Hier. Ja. Ach, ja, ja. Jetzt darf ich noch nicht aufpassen, dass ich mich aus Versehen schneide. Das ist doch noch was zu Bruch gegangen. Ich glaube, das war mal ein Prosecco. Deswegen riecht es auch so nach Alkohol. Na, werden wir ja gleich sehen, wenn wir in die Spoilerkarte gucken. Wo lege ich denn das jetzt mal hin? Ach ne, lass mal das hier mal drin. Ist das eine klebrige Angelegenheit? Ja, passiert. Yellow Thai Rosé. Ein Roséwein war das aus Südafrika. Als nächstes haben wir Kaffee. 100% Arabica. Sorte des Jahres, vollmundig mit feinem Mandelnudel. Guck mal, den habe ich vor kurzem auch noch selber gehabt. Den habe ich, glaube ich, auch noch. Nee. Doch, den habe ich. Genau den gleichen Kaffee habe ich bei mir drin. Wahnsinn. War im Angebot. Genau den Kaffee habe ich. Militer Kaffee des Jahres mit Mandelnudel. Und der schmeckt echt lecker. Könnt ihr mir glauben. Der schmeckt echt super lecker. Damit macht ja nichts verkehrt. Besonders wenn das im Angebot ist für 3,99 €. Holt euch den mal. Der schmeckt super gut.
Und wenn ich was empfehle, könnt ihr mir glauben, das stimmt dann auch. Dann haben wir was von Kaba. Ui. Ui. Kaba kennt ihr ja, ist ja ein Kakao. Wie im Nesquik. Hier haben wir Schokolade mit dunkle Schokolade, also Vollmilchschokolade mit Kekse und weiche Schokolade mit Erdbeer und Brause. Boah, das hört sich gut an. Erdbeer, wow, Kaba. Klasse. Mit Erdbeer und Brause, da bin ich mal gespannt. Das mache ich mir erstmal. Da probiere ich nochmal was. Sonst kommt man ja selten dazu, irgendwas zu probieren. Und ich habe klebrige Finger, aber das sieht man schon. Na, die jetzt auch in 1000 Stücken, weil da was draufgefallen ist. Das ist nicht schlimm. So sieht die aus. Schön mit den Erdbeerstücken. Riecht auch gut. Sowohl. Ja, der Erdbeergeschmack kommt sehr gut durch. Sehr lecker. Und ich habe mir heute noch gedacht beim Einkaufen, ich komme mal mit dem Schokolade. Okay. So, das war's. Zwei Sachen sind ja kaputt gegangen leider. Was ja nicht schlimm ist, passiert. Hab ich jetzt gesagt. So, jetzt kommen wir nochmal rein. Dann wollen wir mal gucken, was wir so an Informationen haben. Dein Öls Genussmoment. Gibt es auch noch verschiedene Produkte. Milchbrötchen ohne Schoko, mit Schoko, mit Rosinen, Kuchen. Ja. Dann haben wir hier ein Rezept für Partida. Also den hier. Die Box zahle ich übrigens jeden Monat selber. 15 Euro, insgesamt in den Versand. Da haben wir noch die Cold Box. Könnte ich es bestellen? Mal sehen, vielleicht mache ich das ja auch. Dann haben wir das Lutef, das hat auch ganz schön gelitten. Naja, das werden wir ja. Freunde einladen und kostenlose Box genießen. Auch deine Freunde werden belohnt mit 6 Euro Rabatt auf die erste Box für 9,99 anstatt 15,99. Oh, das ist ein Euro teurer geworden. Ist ja nicht schlimm. Lohnt sich trotzdem noch. Link in der Videobeschreibung, wenn auch einer deine haben möchte. Dann wollen wir mal. Die Lu-Kekse haben wir ja 2 Stück. Die kosten pro Stück 1,99. Guter Preis, normaler Preis, Standardpreis. Also 2 mal 1,99. Dann haben wir den Liter. 5,69 bei 500 Gramm. Das wären ungefähr 1,10 Euro. Sagen wir mal 1,10, weil das ist mit 500 Gramm für 5,69. Sagen wir 1,10 Euro für die 100 Gramm. Dann haben wir die Giotto-Moment. Kostet nichts, weil es ist normalerweise so ein Viererpack. Wobei es an der Kasse die auch gibt, so für so 99 Cent, sagen wir mal 99 Cent. Dann haben wir die Tomato-Soße von Oro. 2,19 Euro, das ist ein guter Preis, also gute Qualität, gut viel drin. Da sind glaube ich 500 Gramm, 400 Gramm sind da drin, gute Zutaten aus Italien, kann man nicht verkehrt machen. Überraschung, ein kleines Geschenk für dich. Entdecke in deiner Degusta-Box ein zusätzliches Produkt aus unserer letzten Monatsbox. Okay. Was soll das sein? Ah, ja, keine Ahnung. Der Rosé kann das nicht sein, Lorenz. Der Saft ist drin, drauf gedruckt. Ich wüsste jetzt nicht, was da für eine extra sein soll. Der Kaffee ist drin. Hä? Ah, ich weiß, was da drin extra drin ist. Die Nudeln.
Die haben sie wohl übrig gehabt. Jo. Die Nudeln sind vom letzten Monat noch übrig geblieben. Aber warum auch nicht? Ist doch nett. Eine kleine Überraschung. Sehr gute Überraschung. Die schmecken nämlich sehr lecker. Jetzt haben wir's. Wo machen wir jetzt dran? Aber in den Tomatensoße. Der hier kostet eine 0,7er Flasche, sind 9,99 Euro. Das sind 40 ml, das weiß ich nicht. Was sagen wir mal? 1 Euro. So was gibt es ja meistens ja in der Kasse, Kassenbereich. Und Jägermeister, Killepitch oder wie die ganzen kleinen Fläschchen heißen. Mal zu probieren. Dann haben wir die Kava-Schokolade, zwei Stück. 99 Cent, das ist ein sehr schöner Preis. 99 Cent, das ist ein sehr schöner Preis. Also das würde ich auch so im Laden sofort kaufen, wenn ich die sehe und die schmeckt mir. Für 99 Cent, guter Preis. Dann haben wir die Ölsbrötle-Schoko. Ja, die Brötle. Ja, die Brötle-Schoko. Aber Brötle dabei. So steht's drauf. 2,99 Euro. Oh, schon stolzer Preis. Für 6 Stück. 2,99 Euro für 6 solche Brötchen. Ist schon ein stolzer Preis. Das muss man schon sagen. Dann haben wir den Rosé, der auch leider nicht mehr brauchbar ist. Für mich. Der kostet 4,99 Euro. Auch Standardpreis. Haben wir das alles? Ja, die Nix haben wir vergessen. 1,49, also der Schoko Peanut Riegel, also Erdnussriegel. Somit haben wir 20,71 Euro. Den Rauch habe ich glaube ich vergessen. Ne? Oder habe ich den Rauch? Moment, da muss ich mal kurz kontrollieren. Ja, passiert mal. Ja, den Rauch habe ich vergessen. Der kostet 1,89. Oh, Schotterpreis. Ach, Mann, was ist denn jetzt los? Machen wir von neu. Moment. Ja, einmal nicht aufgepasst. 1,99. 1,10. 99 Cent. 2,19. Ja, wenn man nicht einmal aufpasst, dann 1 Euro. 1,49, 1,89, 1,99, ist halt, passiert halt. Nochmal 1,99 für die andere Kekse, 1,98 für die beiden Schokolade, 2,99 für die Schokobrötchen, auch wenn die sehr lecker schmecken, und 4,99. Somit haben wir einen Preis von 24,59 weniger 14,99. Ein Ersparnis von 9,60 €. Na, haben wir es doch. So wohl. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz allen den Umständen. Würde mich über ein Abo freuen, falls ihr noch keins dagelassen habt. Die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nicht mehr ein Video, einen netten Kommentar schreiben. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, bis nächste Woche. Da kommt die Gedickete zu mir. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Moment. Jawohl. Bis dahin und euer Bond ist raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.